Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Toys, die wir uns vom Schneider basteln lassen können. Und zwar haben wir zwei Zelte, einmal das Marktzelt und das Expeditionszelt der Drachenschuppen-Expedition. Und die beiden können, wie gesagt, vom Schneider hergestellt werden. Die Geschichte ist, wir können uns die einmal aus dem Auktionshaus kaufen. Ihr seht schon, hier mit TSM habe ich ein paar Preise dran. So die, der Marktwert aktuell bei mir sind so 5.400 für das Expeditionszelt und für das Marktzelt sind es ja, so 2.000 ein bisschen was. Wir können uns die aber eventuell auch noch ein bisschen günstiger holen, indem wir hier in Waldracken bei den Handwerksaufträgen uns die Sachen raussuchen. Und zwar machen wir jetzt mal Zelt hier rein und da sehen wir dann schon einmal das Marktzelt und ihr seht, wir könnten uns das herstellen lassen für 287 Gold. Das sind hier jetzt nur so ein paar Schneidermaterialien, die wir brauchen, gibt es alle im Auktionshaus. Und das andere Item können wir uns für 1800 herstellen lassen und dementsprechend braucht das auch nur hier Sehne, ein paar Wildfadenspulen und was haben wir hier noch, einen Windstoffballen, also relativ günstige Mats. So habe ich das auch gemacht, habe hier nur eine relativ geringe Provision reingestellt und innerhalb von 20 Minuten oder so waren die Dinger hergestellt. Und da könnt ihr euch das ein oder andere Gold noch ersparen. Ne, die sind halt jetzt eh schon nicht so teuer am Auktionshaus, aber da kriegt das ja echt für ein Apfel und ein Ei quasi. Ich hoffe, genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, lernen wir sie beide und schauen uns die Dinger mal an. Gucken mal, wie die aussehen. Also Zelt, da haben wir noch ein Nollzelt, habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Gucken wir erstmal hier das erste Zelt an. Oder warte mal, gehen wir da ein bisschen weg. Da habe ich vorhin schon noch was anderes aufgenommen mit dem Kissen. So, da haben wir das erste Zelt. Na ja gut, also ich dachte, mein Zelt hat ist von allen Seiten zu. Ist schon ein größeres Gebäude. Natürlich können wir durchlaufen, ne? Das ist jetzt hier einmal in so weiß-gräulich gehalten. Sieht schon ganz cool aus. Ist so wie hier unten diese Zelte. Und das sind halt eher wie so ein Stand, ne? Hier unten sind dann hier die Stände unten drin. Und hier hast du halt jetzt nur dieses Zelt. Aber ja, doch, macht was her. Für ein Toy ist es ganz cool. Und jetzt schauen wir noch uns das Drachenexpeditionszelt an. Lass mich raten, es sieht genauso aus wie das hier, bloß in Rot. Nein, nicht mal. Das ist ja echt cool, das Zelt. Hier, geh raus aus meinem Zelt, Kollege. Das ist mein Zelt. Ja gut, da muss man mit der Kamera vielleicht ein bisschen näher rangehen. Deine ganze Party in meinem Zelt hier. Also das Zelt sieht echt cool aus, muss ich sagen. Will der von mir? Ja gut, okay. So viel dazu. Ihr merkt schon, mein Zelt ist beliebt. Er sagt mir irgendwas auf Orkisch, das verstehe ich nicht. Aber das ist echt ein cooles Toy. Die meisten sind ja ziemlich, also gut, das ist auch useless, ne, brauchen wir nicht drüber reden, aber dass man sich ein komplettes Zelt aufstellen kann, hat schon was. Wäre cool, wenn es dann noch ein Ruhebereich ist und man quasi EP-Bonus bekommen könnte, aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Bisschen größer könnte es vielleicht nur sein mit dem Nachtelfen, kommen wir gerade so durch, aber sonst macht es was her und das Marktzelt ist auch ganz okay. Genau, das sind so die beiden Zelte, die ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, wenn ihr euch die hier einmal über einen Arbeitsauftrag holt, dann sind die noch einen Ticken günstiger und auf den meisten großen Servern kriegt man in wenigen Minuten die Arbeitsaufträge durch. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.